Ja, mein Name ist Oliver Schulz. Ich bin freischaffender Historiker und Übersetzer. Bin seit 10 Jahren im Raum Paris wohnhaft. Und im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg befasse ich mich speziell mit Südosteuropa und auch den Langzeitwirkungen des Ersten Weltkriegs in dieser Region. Welches Erbe hat denn der Erste Weltkrieg Ihrer Meinung nach den heutigen Generationen übertragen? Also welchen erinnerungspolitischen Auftrag sehen Sie zum Beispiel in einer solchen Tagung? Als wichtigsten Punkt würde ich ansehen, also zu einer Erziehung gegen Krieg und Militarismus zu gelangen. Und das halte ich eben auch für ein Unterfangen, das sogar die politischen Lager überschreitet. Das ist also eigentlich keine rein linke Angelegenheit, sondern das reicht ja bis ins bürgerlich-liberale Lager hinein. Wie stehen Sie dahingehend auch zur These, dass der Erste Weltkrieg zur Brutalisierung der politischen Prozesse nach 1918 beigetragen hat? Also ist das ein Thema, was in solchen Kontexten auch aufgegriffen werden muss, um einfach zum Beispiel heutzutage Extremismusfragen anders zu be betrachten und anders zu bearbeiten, wie zum Beispiel Klaus Teweleit das gemacht hat gestern? Das denke ich schon. Der deutsche Fall ist natürlich wesentlich besser erforscht als jetzt andere Regionen in Europa, speziell der Südosten, der mich sehr interessiert. Aber ich denke, wenn man das komparativ angeht, kommt man sehr schnell zu der Einsicht, auch wegen der Langzeitwirkung jetzt beispielsweise in Südosteuropa, was sehr stark auf den Ersten Weltkrieg ja noch zurückgeht, ist es wichtig und unumgänglich, auf diesen Brutalisierungseffekt einzugehen. Man hat ja speziell nach dem Zerfall Jugoslawiens in den 90er Jahren gesehen, dass da sehr viele Phänomene plötzlich wieder hochgekommen sind, die man eigentlich überwunden glaubte. Also ich denke, Brutalisierung, politische Gewalt und Repression in den 20er, 30er Jahren, auch Faschisierung, das Scheitern der parlamentarischen Demokratie sind wichtige Punkte, die in der politischen Bildungsarbeit, und da wiederhole ich mich, nicht nur bei der Linken thematisiert werden müssen. Und sehen Sie daran dann auch konkrete Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg oder den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und dem Nationalsozialismus in seiner Entstehungsphase? Das sehe ich auf jeden Fall. Das haben wir ja heute Morgen in den Vorträgen auch schon gehört, wie der Nationalsozialismus in Deutschland auf diese vermeintliche Frontgemeinschaft, das Fronterlebnis Bezug genommen hat. Und das findet man in Schattierungen dann auch nicht unbedingt immer faschistisch, sondern auch in autoritären Vereinen, Organisationen, auch in anderen Regionen Europas.